Hey, in diesem Video geht es um die 5-Personen-Regel und wie du das Maximale, die maximale Erkenntnis daraus ziehen kannst. Bis gleich im Video. Was ist die 5-Personen-Regel? Darum geht es in diesem Video und ich möchte das gerne aufklären, auch wenn du das schon gehört hast. Es hat ein bisschen Tiefe noch mehr vielleicht, als du bisher kennst. Denn die 5-Personen-Regel sagt ja, dass wir der Durchschnitt sind von den 5 Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Ja, also das bist in dem Fall dann ich oder du und da sind eben die Menschen um uns herum, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ja, das weißt du für dich und ich weiß es natürlich für mich. Und mein Impuls, den ich habe an dieser Stelle, ist zu prüfen, wer diese Menschen sind und welchen Einfluss sie auf dich haben. Wenn du jetzt jemand bist, der sich entscheidet im fortgeschrittenen Alter, sagen wir mal, du gehst auf die 50 zu und hast so einige Dinge in deinem Leben erreicht, aber eben andere Dinge noch nicht. Und es gibt Gründe dafür, ne? Du hast dich für etwas entschieden und im Zweifel dann auch gegen etwas entschieden. Das bist du aber nicht immer alleine. Das sind Menschen, die dich begleiten, möglicherweise viele Jahre und Jahrzehnte. Und diese Menschen sind ja auch wichtig, das sind ja tolle Menschen, sonst wären die nicht in deiner Nähe. Doch, und jetzt kommt mein Impuls, meine Idee. Prüfe, welche Träume du hast, welche Ziele du in deinem Leben erreichen möchtest und ob die Menschen, die an deiner Seite sind, ja, mit denen du viel Zeit verbringst, ob genau diese Menschen die richtigen sind, auch für die nächsten Jahre, um deine Wünsche und Ziele zu erreichen. Es geht hier nicht darum, Freundschaften aufzukündigen, sondern es geht darum, dich ins Bewusstsein zu bringen, dir klar und deutlich zu machen, dass wenn, nehmen wir mal das Beispiel, an einem Gehaltsgefüge könnte man das jetzt festmachen, ja, wenn alle um dich herum irgendwie eine Gehaltsgefüge haben zwischen, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, zwischen 5 und 8.000 Euro im Monat, dann wirst du nicht zwangsläufig mit 20 nach Hause gehen. Ja? Anderes Beispiel. Wenn du ein sehr sportlicher Kollege bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Menschen um dich herum, mit denen du deine Freizeit verbringst, auch sehr, sehr sportlich sind. Umgekehrt, du bist sehr, sehr übergewichtig und hast ebenso übergewichtige Freunde um dich herum. Und jetzt triffst du die Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen, aus persönlichen Gründen, aus Beziehungsgründen. Du willst 20 Kilo abnehmen. Hast du eine große Chance, wenn du viel Zeit mit denen verbringst, wenn du samstags zum Fußball gehst, donnerstags dich zum Skat triffst, montags zum Dart spielen, dort zum Kegeln und da zum, keine Ahnung was, zum Doppelkopf spielen. Keine Chance. Also, du wirst dich zwangsläufig an dieser Stelle verändern müssen. Dein Dunstkreis wird ein anderer sein, wenn du dein Ziel erreichen willst. Okay, nimm ein anderes Beispiel. Du pflegst eine Beziehung. Oder mach was konkret. Ich erzähle ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe sicherlich schon mehr als eine Beziehung nicht weitergeführt, weil das Interesse, also die Schritte, die nächsten Schritte in dieser Lebensphase nicht einheitlich waren. Und wenn zwei Menschen, die eigentlich zusammen sein möchten, in zwei verschiedene Himmelsrichtungen sich entwickeln, ich glaube, du verstehst, was ich sagen möchte. Das ist irre schwer, diese Energie aufzubringen. Das ist ja ein Riesenunterschied, ne? Wenn wir uns in eine und dieselbe Richtung entwickeln, zwei Menschen, dann verstärkt sich diese Kraft. Wenn jetzt aber zwei Menschen in entgegende Richtung sich fortentwickeln und ihren Interessen nachgehen,
dann wird es sehr, sehr schwer. Also dann denke ich, dann natürlich kann die Liebe das alles überbrücken, aber auch da, hey, ich bin jetzt kein Liebes- und Beziehungsexperte, lass das einfach mal wirken und du wirst selber wissen, an welchen Stellen es manchmal in einer Beziehung sehr, sehr anstrengend ist. Und wir haben immer die Möglichkeit, ja, abzuwägen, möchte ich jetzt daran festhalten oder möchte ich wirklich nochmal einen Neuanfang wagen und etwas wirklich nochmal bewegen und aus meinen Möglichkeiten, mein Potenzial entfalten. Ja? Und meine Empfehlung, nachdem ich diese Regel nochmal für dich vielleicht etwas näher bringen konnte, ist, bilde um dich herum, bilde dort einen Bund von klugen Köpfen. Ja, ich habe das hier schon hingeschrieben, ohne es auszuschreiben. Ein Bund kluger Köpfe, einen sogenannten Brain Trust. Also Menschen, die auf deiner Wellenlänge ticken, mit denen du dich auf dem Gebiet, wo du wachsen möchtest, wo du dich persönlich weiterentwickeln willst, wo du dich mit denen austauschen kannst, Gleichgesinnten, und dann wirst du sicherlich diese Regel nochmal auf eine ganz andere und bewusste Art kennenlernen, weil dann gehst du nochmal richtig, richtig in dein persönliches Wachstum. Ich wünsche dir dabei natürlich mordsmäßig viel Spaß und Erfolg und alles Gute bis zum nächsten Video. Dein Carsten, ciao. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal. Und wenn du persönlich mit mir einmal in einem Strategiegespräch mehr wissen willst und mehr erfahren willst, dann melde dich dazu gerne an. Den Link dazu findest du unter diesem Video.